Jo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Euer Badisch TV hier, der einzig wahre Badisch TV. Freunde, wir sind heute hier wieder bei uns in der Werkstatt. Heute machen wir einen kurzen Prozess. Ich habe mich dazu entschieden. Der Spoiler von mir geht heute ab. Man kann ihn Enten nennen, wie einige von euch gesagt haben. Die Rampe, was auch immer. Hier ist jetzt der aktuelle Spoiler. Grund dafür ist, warum ich ihn abmache, sind zwei Gründe. Der erste Grund ist einfach, der ist hier ziemlich locker. Also der geht echt schon hier fast ab. Sieht einfach nur hässlich aus. Und der zweite Grund ist, ich wollte mal einfach was Neues testen. Und zwar da vorne ist mein alter Spoiler, das ist der M-Spoiler. Sehr viele haben ja gesagt, ich soll den M-Spoiler drauf tun. Hier ist der M-Spoiler. Den hatte ich schon von Anfang an, bevor ich das Auto gekauft habe, habe ich mir den hier schon direkt zugelegt. Weil ich das einfach nur geil finde, wenn das einfach auf dem Kofferraum drauf liegt. Dadurch wirkt das Heck einfach nur fetter, physischer, besser gesagt. Ja, wenn das jetzt deutsch war, physischer, physischer. Ich kann nicht richtig reden. Oh Mensch. Ich denke mal, mit dem anderen Spoiler wird das Heck viel fetter aussehen, als so wie der jetzt gerade aussieht. Wir werden jetzt gleich so machen. Wir werden jetzt diesen Spoiler erstmal abmachen. Dann werde ich den anderen holen. Wir werden den draufhalten. Und dann werde ich mich entscheiden für einen. Dann gucken wir, welches besser aussieht. Ja, zur Not, wenn das andere mir doch nicht gefallen sollte zum Heck, werde ich den wieder drauf tun. Wer weiß, vielleicht gefallen mir auch beide nicht mehr. Und ich lasse das Heck einfach clean aussehen. Mal gucken. Ja, wir machen das jetzt hier schön mit einem Heißfilm hier. Komplett ab, oder guck mal hier. Ah, mein Finger. Der ist ziemlich stark geklebt, oder? Ist er stark geklebt? Ja. Das heißt? Ja, die Gummi hier ist richtig drauf. Ich bin mal gleich gespannt, wenn der Spoiler komplett ab ist, wie das sogar ohne den Spoiler aussieht. Also wenn da wirklich kein Spoiler ist. Boah, Freunde, der Spoiler ist so krass draufgeklebt. Wir kriegen das gerade mit einem Heizfilm gar nicht runter. Ich dachte mir, das wurde schlecht geklebt, ne? Weil die Seite hier, die ging ab. Das ist aber irgendwie bei jedem Spoiler so. Ich weiß nicht, ob das nur an unserem Auto liegt oder an meinem Auto, besser gesagt. Bei meinem Bruder ist das auch bombenfest auf der Seite. Ein paar Sekunden später. Boah, Freunde. Tschüss. Der hat doch mein Kofferraum seine auseinandergenommen. Boah. Was ist das für ein Kleber, was er benutzt hat? Das ist kein Kleber mehr, das ist schon... Scheibenkleber. Ist das Scheibenkleber? Ja. Das sind die Bänder, diese Bänder, der Ding. Hat er nebeneinander gelegt. Normalerweise einer von außen hier, einer hier, fertig. Okay, aber ich muss ihm Props geben, der hat das echt gut geklebt, ne? Freunde, guckt euch das mal an hier. Vom Lack oder so, Beschädigungen, Gott sei Dank nix. Ja, wir machen das jetzt hier komplett sauber. Freunde, ich muss euch sagen, ne, aber ohne Spoiler, das Heck, das gefällt mir. Jetzt, wenn der andere Spoiler draufkommt, das wird natürlich dann noch besser, denke ich mal, jetzt aussehen mit dem Heck. Aber so, das sieht auf jeden Fall schon tausendmal besser aus als mit dem Spoiler, weil der alleine einfach nicht so ein, ja, wie soll ich das sagen, ne, der ist nicht mehr, der kommt nicht mehr so. Der ist quasi jetzt einfach nur schön rund. Das sieht geil aus. Ey, ich liebe immer Veränderungen an meinem Auto, ne? Das sieht geil aus, Bruder. Was meinst du, Sven? Sieht das gut aus ohne den Spoiler? Original, ey. Das sieht gerade richtig geil aus, auch mit den Felgen, ne? Das sieht jetzt für mich so aus, als würde ich einen originalen M5 fahren. Wie geil. So, wir machen jetzt schön hier die ganzen Klebereste mal weg. Wenn ein anderer Spoiler mir nicht gefällt, lasse ich da das Heck so, sage ich euch ehrlich. Weil so, wie der jetzt gerade da steht, ohne Spoiler, so einfach clean, das sieht richtig schockgüsel aus. Mit dem Spoiler bin ich mal gleich gespannt. Guck mal, wie ein Zuschauer ist jetzt hier bei uns in der Werkstatt. Der ist heute mal hier mit dabei. Auch E60. Logisch, Bruder, bei uns alle fahren E60. Mit dem Styling 172er. Was geht, Brudi? Alles gut? Stark, Walla, bist gekommen. Bruder, wenn du willst, kannst du Auto auch hier direkt vorne parken. Ja, kannst du reinparken. Guck, der hat sogar auch noch das Spoiler drauf, was ich jetzt auch drauf tue. Das habe ich ihm auch gesagt, der soll den drauf tun. Und sieht auch richtig geil aus. Bah, geil. Der war sich da auch am überlegen, ob der den Spoiler drauf tun soll, was ich hatte. Oder er hatte den hier und ich habe ihm natürlich gesagt, direkt, ey, klatsch den lieber drauf, der wird besser aussehen als den Spoiler, was ich habe. Die Farbe, Freunde, und drinnen die Innenausstattung ist so bombastisch. Wenn ihr ein Video zu dem Auto hier mal haben wollt, das ist ein Diesel. Könnt ihr auch mir gerne in die Kommentare mal schreiben, dann machen wir mal ein Video mit dem Bruder. Ja, ich denke mal, der wäre dafür offen. Oder wärst du offen, wenn wir ein Video mit deinem Auto machen, wenn die Bock drauf haben? Ja? Also schreibt in die Kommentare, dann machen wir auch ein Video. Zieht euch das mal rein. Was für eine saubere Arbeit. Freunde, das Heck sieht gerade aus wie geleckt. Ich lasse das Heck, glaube ich, einfach so. Kein Spoiler, kein nichts. Einfach so komplett clean lassen. So, Freunde, wir tun jetzt mal den Spoiler kurz mal hier draufhalten. Gucken, wie das Ganze jetzt aussehen wird. Gucken wir mal, wie das ganze Spaß jetzt hier aussehen wird. Ey, 46 im Auto, ganz klein. Ja, geht auch, genau. 46, 31. Der ist verformt, hast du vergessen. Der ist verformt? Mhm. Wo denn? Der siehst du, da kannst du. Das heißt? Der fällt viel zu viel ab, der wird direkt abgehen, wenn du dran machst. Ja. Es muss richtig geklebt mit Kleberband drauf. Ja, ja, was heißt denn das jetzt für mich? Der ist empfindlich, ja. Wegen dem Kleber ist verformt. Ja. Ja, wenn du jetzt diese Kleber drauf tust, geht der genau hier an den Seiten wieder hoch, weil der drückt sich schon. Ja, okay, aber wo wollt ihr jetzt hinaus?
Da muss, glaube ich, dran kleben und dann genau wieder geklebt und dann mit dem Panzerkleber draufkleben. Mindestens einen Monat so. Ja. Und in der Sonne stehen lassen. Okay, warte mal, heißt das aber, ich kann den trotzdem jetzt drauf tun, ich muss mir keinen neuen Spoiler holen, ne? Nein, du musst dir einen neuen Spoiler holen. Du hast doch Geld zu viel. Verkauf ein, zwei Nieren. Aber ich muss sagen, irgendwie, ja, mit dem Spoiler sieht es auf jeden Fall besser aus als mit dem anderen, den ich drauf hatte. Ich finde den sogar ohne Spoiler richtig geil. Okay, und was machen wir jetzt? Ja, Kleber dran machen und drauf drucken und kleben werden. Ja, und dann aber Kleber auch eine Zeit lang so dran lassen. Und? Wie dran lassen? Ich war doch nicht mit dem Kleber die ganze Zeit drauf. Ja, der ist nicht normal, ne? Dann verformt er sich wieder und geht genau an den gleichen Stellen wieder ab. Oder soll ich ihn einfach clean lassen? Oder ich lasse ihn einfach clean. Also gefällt der mir ehrlich gesagt aber auch. Ist dein Auto. Warum sammelst du Meinung von anderen Leuten? Ich mach, was mir gefällt. Nein! Scheißegal, was die da sagen. Das ist doch für mich. Ich bin am Überlegen jetzt. Aber dieser Spoiler ist schon Killer, ja? Ich will den eigentlich schon drauf haben. Auch mit dem Spoiler sieht das auf jeden Fall schon geil aus, weil das Heck dann quasi wie ein Pfirsich aussieht, ne? So, den Spoiler haben wir jetzt auch bombenfest gemacht. Guck mal, wie sauber wir hier am Arbeiten sind. So, wir haben den Spoiler jetzt drauf getan. Aber hier ist schief, guck mal, du hast schief gemacht, Slim. Wow. Alter, aber kein Scheiß, Mann. Hier, druck rede richtig hier drauf. Guck mal hier, wie viele Männer hier gerade am Halten sind, Walla. Ja, bist auch mal nützlich, ne? Ich denke mal hier nur mein Videos dabei sein und nichts so, drucken. Hör auf zu labern. Walla, ich wüsste. Kratz mal ein bisschen mit dieser. Ich habe extra diese hässliche Klebe, ich habe die schwarze, aber mache ich nicht schwarz. Warum machst du so? Damit er dich alle sieht. Wie lange muss ich das jetzt drauf lassen? Zwei Wochen. Walla, das sieht hässlich aus. Jetzt mal Spaß beiseite. Ist. Dann kann man mir scheißegal. Ja, das muss doch fest sein, Mann. Wenn du bei deine Nase stimmt. Operieren gehst, dann das läufst stimmt. Du auch erstmal zwei, drei Wochen mit Gips rum. Also, bist du fest? Ja, so ist auch gerade Operation. Der muss erstmal jetzt verarztet werden. Du bist doch fest. Nee, Walla, ich mach hier. Da machen wir wenigstens das hier weg. Guck mal, Slam, mach's mit Rückleuchten. Mach doch direkt bis runter Schuhstange. Ich denke, bis die Blinke hier. Blinker braucht der eh nicht, fährt BMW. Der fährt bestimmt einer bei dir rein, dann hast du mich gebraucht. Also noch einer hier. Und eine genauso in der Mitte. Oder zwei in der Mitte so noch. Oder mach doch noch einen Strich noch hier so rein. Voilà, was habt ihr gemacht, da, Alter? Da kommt sowieso noch eins jetzt so, damit diese Band nicht abgeht und eine von hier. Sag meinem Bruder festhalten, wir müssen irgendwas drauf liegen. Geht da hin, holt er mir ein alter Herd von der Küche. Da lag in der Garage. Wo bist du mit dem Herd hin? Sagt er drauf. Okay. Freunde, die haben mich auseinandergenommen. Guck mal, einfach mein Auto ist Zebra geworden. Was sie hier gemacht haben. Wie soll ich jetzt so fahren, ja? Zwei Tage lang? Nee. Ich hoffe, der hält diesmal Bomben fest, ne? Weil der geht immer hier an der Seite, ist er bei mir damals immer hochgegangen. Und der Spoiler hat sich ganz leicht verformt. Ihr habt ja gesehen, ich hoffe, das wird mir später keinen Kopfschmerzen machen. Sonst mache ich den Spoiler komplett ab. Bestell mir den dann einfach nochmal neu. Ne? Den kriegt man ja sowieso 60 Euro mit einem Hochglanz-Schwarzfarbe schon drauf. Dann spare ich mir auch die Lackierkosten und zur Not verlasse ich ihn lackieren. Aber das hat jetzt erstmal keine Eile bei mir. Falls es mal wieder hochkommen sollte, dann fahre ich einfach mal ohne den Spoiler. Das ist jetzt hier der alte Spoiler, den tue ich jetzt bei mir in den Keller. Schädigungen hat der nichts. Bis auf hier hinten bei dem Lack hier haben wir das eben. Ja, das, guck mal, das hier ist direkt am Anfang schon passiert, wo ich den Spoiler frisch drauf gemacht habe. Direkt nach einem Tag ist das hier passiert. Mit einem Schlüsselanhänger da dran gekommen. Und wo war die Stelle genau? Und hier halt, ne? Ist der Lack ein bisschen weggegangen. Ist nicht so tragisch. Kann man nachlackieren mit einem Pinsel. Hauptsache, der Spoiler ist ganz. Ansonsten hat er keine einzige Beschädigung, gar nichts. Ich mache jetzt mal hier die Klebedinger mal bei dem komplett weg, damit er schön clean in den Keller reinkommt. Freunde, wir distanzieren uns von der Dreierklasse. Der spielt mit den E60. Der tut einmal einen auf das E60. Dann macht er hier einen auf E93. Ja, nee, wir wissen bis heute immer noch nicht, was mit dem los ist. Wie ich dem schon gesagt habe, ich bin wie ein Fahrradfahrer. Mal fahre ich auf Gehweg, mal fahre ich auf der Straße. Man weiß nie, wo ich bin. Ein E60. Zweiter E60, dritter E60. Mein Vater ist aktuell leider nicht da, der ist gerade auf dem Weg in die Türkei. Und der ist uns, ich weiß nicht, der spielt mit unseren Stolz hier, mit den ganzen E60. Freunde, macht mal ein bisschen Attacke gegen ihn. Weißt du, was das Krasse ist? Ich bin in der E60-Gruppe und wenn die gegen E93 schießen, dann gehe ich in die Gruppe und sage ich, ey Bruder, der hat da geschossen. Und wenn ich bei E93 bin, E60 schießt, dann sage ich, Bruder, die haben gegen euch geschossen. Der Teufel, weißt du, das ist... Aber was willst du tun jetzt, mal Spaß beiseite, wenn du neben einem LKW stehst? Was willst du machen, wenn du neben einem LKW stehst? Mit Cabrio noch, Verdeck auf. Bruder, der LKW muss erstmal mich kriegen, Bruder. Extra. Bei Ampel, wenn ich stehe. Guck mal, wenn der kommt, ich stehe extra so, dass ich noch einen Spielraum habe, nach vorne und nach hinten zu fahren. Damit der nicht reingucken kann. Oder weil das ist gefährlich, ja? Guck, das zum Beispiel ist die Scheiße bei Cabrio. Siehst du? Irgend so ein Vieh hat gekackt da. Wo? Ist schon weg. So. Ja, guck hier, da.
War auch gut, so ein Käfer, Junge, wie geil, Junge. Weißt du noch, letztes Mal, wo wir mit dem LKW-Fahrer, wo du dich mit dem gestritten hast? Bruder, da war einer, der einfach Scheibenwischer angemacht und der war dahinter, ne? Der hat ganze Wasser abgekommen. Ich hab gemerkt, dass man so ein Kabel war. Auf der Autobahn. Ich fahr so, auf einmal. Mach ich so an meine Haare und ich so, boah, Alter, ich weiß das und so. Auf einmal, ich guck vorne. Ja, weil der LKW-Fahrer sich irgendwie provoziert gefühlt hat. Von dem hat er als Rache hat der Scheibenwischer dann angemacht. Ich wüsste ja. Und ich denk mir so, what the fuck. Und das fuck, Geile ist, ich bin nach vorne gefahren, ich mach so und so, was mach ich nur? Geht in seinen Kühlergrill rein. Hat nicht mal Scheibenwischer angemacht. 60, ganz andere Nummer, Digga. Da. Rein, wie ist das in 93, Bruder? Sei mal ehrlich, ich war auch schon oft da bei dem drin. Du sitzt einfach auf der Straße, Digga, ich schwöre dir. Dein Arsch ist so nah dran. Mein Gott. Aber ist geil, Digga, sag ehrlich. Und das Geile ist, du bist richtig tief am Sitzen, ja? Ne? Übel zum Schwan, guck mal so, ja. Ey, da steht im Auto, ne? Und das Geile ist, guck mal, das richtiger Kanacke, Walla. Das Geile ist, der sitzt so, ne? Und guck mal, hier ist schon die Hinterachse. Das ist schon geil, ja. Das ist die Hinterachse. Oder hör auf jetzt, geh, sag auch nicht, ne, dass von E60 irgendwie auf E93. Der ist Teufel, Alter, der holt die hinten von E60 rüber auf E93, Bruder. Schon stramm, ne? Wenn man so auf Autobahn fährt, man guckt so nach hinten. Ja, ich fährt so. Glaub mir, Alter, wenn du nicht schon Killer, ja. Für so ein Wetter auf jeden Fall. Das ist richtig geil. Aber E60, ganz andere Nummer, ja. Da bist du so wie Schiff, Digga. Ja, E60, ja, bei E60 ist geil. Weißt oder Wespe, ey. So, das ist der Anführer. Guck mal, ihr seht schon alle, wie die am Gucken sind. Das ist der fahrende Disco. Ja, fahrende Diskothek, Bruder. Jeder guckt den gerade an, weil er so eine laute Musik anhat. Und wir natürlich, die Babas kommen von hinten, Bruder. Die E60 kommen komplett von hinten. So. Schief geparkt, ne? Bisschen schief. Wie ein bisschen schief, Bruder? Gerade, du bist ein bisschen mehr links. Bruder, ich muss mich doch unterscheiden von euch, oder nicht? Muss ich mich unterscheiden? Die Leute denken, der ist Touristik, ne? So diese Foto. Kennst du diese Leute, die so die von Carspotting? Tourist. Ja, weil er braucht nur noch diese Umhängetasche und sowas. Chill mal, Bruder, bleib mal locker. Die Leute gucken uns so an, als, keine Ahnung, wären wir Verbrecher, ey. Aber sieht schon geil aus, ne? Mit den ganzen BMWs. Sieht schon sehr nice aus. Hier mit dem weißen. Das Heck will ich jetzt gar nicht erst sehen. Voila, das Heck, Katastrophe von mir. Ich mach grad Arschbild. Mir fällt grad auf, dein hat Schönheits-OP bekommen. Wie das aussieht. Sag mal. Voila, guck mal, wie das aussieht bei mir. Katastrophe, ey. Ey, das ist, guck mal, wie deine auffällt. Boah, Junge, Bruder, ich hab doch gesagt, ich muss meinen unterscheiden von euch. Das sieht so hässlich aus, Junge, mit diesen Klebedinger. Hör mal auf, mach mal keine Fotos jetzt von meinem Auto. Ich möchte das nicht. Hallo? Ich möchte das nicht. Ich rufe Polizei. Nein, Mann, mach kein Foto von Heck. Ey, ich will das nicht. Ich will das nicht. Mir scheißegal. Was hast du mit meinem Heck gemacht? Du hast mich auseinandergenommen. Sei mal ehrlich, da hast deine Wut rausgelassen heute, ne? Mach doch ab. Der ist auch nicht geklebt. Sei mal ehrlich, hast du deine Wut rausgelassen bei mir? Warum? Alle Eis. Sowieso in 3 Tage, 4 Tage kommt ein neuer rein. Das ist nur für 2 Tage oder 3 Tage. Da hast du wieder eine andere Meinung. Da sieht man mal den Barreich in Aktion. Dass er auch mal sein Auto wäscht. Was ist? Auch mal aufpumpen. Bruder, warum geht aber dieser Treppen raus? Ich weiß nicht, Bruder. Wo ist der? Zeig mal. Hier. Ah, jetzt. Ausgegangen. Ja, okay, ich mach das ja jetzt so grob, ne? Ich muss den einmal richtig machen. Ach so, waschen. Das ist so Kleber, Bruder. Kleber ist das? Ja. Oder vom Gummi, das Gummi. Oder das ist. Das ist Kleber, Bruder. Das ist kein Kleber, Bruder. Das ist vom Dings. Mit seinem Schmutz, von dem Handschuh. Ach so, ja. Pass auf, Bruder, auf deine Füße. Mann, nass, weil im Pass. Ey, was auf deine Füße? Er macht extra, ja, pass auf auf Füße. Er macht meine Füße nass, Junge.
Das war's. 2 Euro weg. 2 Euro weg. Aber reicht, ne? So sieht jetzt gut aus. Ne? Besser als davor. Ja. Sollen wir die noch trocknen oder nicht? Nee, ne? Nee. Kein Bock, jetzt reicht. Dankeschön, dass du die Kamera gehalten hast, Bro. Ich küsse dein Herz. Mein nächster Kameramann. Du weißt Bescheid. Freunde, so sieht das Endergebnis jetzt vom Heck aus. Ich habe die Klebedinger da weggemacht, die Tapes, Panzertapes oder wie man das nennen darf. So sieht das Heck jetzt aktuell aus. Ich kann es nicht versprechen und ich weiß auch nicht, wie lange das Ganze hier halten wird. Ja, ich habe die Vermutung, das wird nicht lange halten, weil ich habe einfach so ein billiges Klebeband gekauft. Falls es abgehen sollte, gar nicht so schlimm, dann fahre ich erstmal ohne den Spoiler. Dann mache ich hier mit einem, wie nennt man das? Scheibenfensterkleberband, ne? Scheibenfensterklebe oder wie nennt man den Spaß nochmal? Scheibenfensterkleber, ne? Ja, Scheibenfensterkleber. Ja, Scheibenfensterkleber, was auch immer. Keine Ahnung. Fensterkleber oder so. Hier, der meinte auf jeden Fall, sieht besser aus, ne? Aber ohne den Spoiler sah es auch schon nice aus, ja, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall, Freunde. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich finde es halt richtig nice. Was haben wir denn hier bei ihm? Oh, shit, Alter. Du hast Abendenbeleuchtung, Bruder. Ich küsse doch dein Herz. Abo. Bruder, ich küsse doch dein Herz. Was ein Auto. Mashallah, Bruder. Ah! Du hast Softgloss, ne? Scheiße! Bruder, tut mir leid. Scheiße, der hat Softgloss. Ich hab's voll vergessen. Ganz langsam. Sorry, Bruder. Alter, du dachtest dir bestimmt, ganz ey. Ganz langsam mit Liebe. Ja, wir sind jetzt hier am Chillen, liebe Freunde. Ey, guckt euch einfach mal das Auto jetzt an, wie clean das aussieht. Mit den Felgen, mit dem Spoiler. Das sieht jetzt gefühlt wirklich aus, als würde ich einen M5 fahren. Nur es ist kein M5. Es sieht einfach wild aus, Bruder. Das Auto sieht echt wild aus. Einfach so clean, ne? Ja, Freunde, das war's auch mit dem Video. Ich würde mal sagen, wir sehen uns direkt wie gewohnt im nächsten Video. Ich hoffe, im nächsten Video sehe ich ein bisschen normal aus. Ne, ich bin seit 3 Wochen nicht mehr zum Friseur gegangen. Das ist für mich gerade eine riesen Katastrophe, Bruder. Bruder, danke, dass du da warst. Walla, bester Mann. Der sowieso. Halbe Auto hat der gemacht für mich. Was soll ich ohne dich machen? Ja, Mann, auch riesen Dankeschön an dich. Ich küsse dein Herz. Und wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Bis dann, ciao.